Warte. Hier dann drauf drücken, oder? Ich habe noch nie Post bekommen, deswegen. Ich habe Angst, irgendwas falsch zu machen. Wie, du hast noch nie Post bekommen? Ja, ich habe hier noch nie. Ne? Und so. Ja, und so. Kannst du jetzt Level 20? Ja, alles gut. So. Müssen wir jetzt. Ja, okay, hat geklappt. So, danke. Vielen, vielen lieben Dank. Muss mein Kompagnon hier auch noch reingucken? Oder? Der ist immer was vom Finanzamt, lass mal. Ja, du sollst ja auch einmal reingucken. Ah, okay, gut. So. Betrifft drei Gegenstände. Ja, ich hab einen neuen Bogen. Ich bin fair. Ja, vielen lieben Dank. Danke, Rocky. Muss ich jetzt machen? Auf Gegenstände entnehmen. Also einmal auf den Brief klicken und dann auf Gegenstände entnehmen. Auf Gegenstände entfernen? Ach, ja. Ja, ist das Gleiche. Okay. Deswegen war ich auch gerade so ein bisschen perplex. Aber ja, dann müsstest du es eigentlich auch im Inventar haben. Warte. I. Jupp. Hab ich. Von wem war's? Rocky. Dann vielen lieben Dank. So. Na, bereit für den alten Wald wieder? Ja. Was? Was geht mit dir, ey? Ach, eigentlich nicht viel. Ich bin halt immer gut drauf. Ja, ich auch, gut aber. Gut drauf, gut runter, gut nebenan, gut links, gut rechts. Und diagonal und. Vertikal, senkrecht, waagerecht, Rechteck, Kreis. Wie sagt man so schön? Wäre dein Minirock noch kürzer, könnte man dein Vertikalgrinsen noch besser sehen. Kaya, du weißt schon, dass du auch Bögen ausrüsten kannst. Hm? Du kannst auch Bögen ausrüsten, wurde gerade im Chat beschrieben. Kann ich? Ja, scheinbar ja. Ich kenne mich mit deiner Rasse. Ja, kann ich. Ich wollte gerade sagen, ich kenne mich mit deiner Rasse nicht aus. Ja, ich hab das schon verstanden. Du musst mich wieder diskreditieren. Schon klar. Paterlook. Okay, fast. Hast du auch Dings, Pfeile automatisch oder muss man die irgendwie ausrüsten? Ich hab Pfeile automatisch. Okay, ich formuliere die Frage anders. Habe ich die Pfeile jetzt auch automatisch? Und die Speere sind besser als ein Zweihänder. Ah, okay. Ja gut. Das dauert zwar noch ein bisschen, aber trotzdem vielen lieben Dank. Ich kenn mich ja mit dem Spiel nun mal auch nicht aus. So, also Spinnen und die komische Brandybock-Tuse. Was? Ja, okay. Mein geht an dich auf jeden Fall. Dass du Speere ausrüsten sollst dann. Ah! Okay. Der macht gut Schaden. Du kannst schlecht. Dann auf jeden Fall. Warte. Die Speere sind besser als zwei Hände. Waffenmeister sind auf zwei Waffen ausgelegt. Kannst die beiden Speere ausrüsten. Okay, warte. Eins. Zwei. Gut aus. Warte mal einmal. Ich will nicht stören. Der Bogen macht auf jeden Fall schon mal extrem gut Schaden. Da kann man gar nichts gegen sagen. Ich überlege gerade wieder, wo die Spinnen waren. Muss ich einmal kurz gucken. Das war der Kokon. Ich habe auf jeden Fall einen Speer ausgerüstet. Okay, warte, wir können auch in die. In der Richtung. Warte, wir können auch in die Endrichtung, dass wir mehr spinnen. Dann können wir auch gleichzeitig nach der Tuse da suchen. Dass du mal frei, wenn ich sag's, wir gehen dahin, wo mehr spinnen sind, das ist ja auch nicht gedacht. Ja, das Problem ist, ich glaube, hier gibt's auch
Na gut, ein Spinnenboss ist es nicht, aber hier gibt es, glaube ich, eine große Spinne. Heute ist irgendwie alles anders. Ja. Jedes anders. Also ich weiß nicht, wie ich die Nacht schlafen werde mit den Verwandtschaftsverhältnissen. Aber mal gucken. Huch. Alter. Ja, sieht schick aus, dein Speer. Ich weiß, danke. Bisschen habe ich ja jemanden zu verdanken. Fairerweise, natürlich. Ja. Meinem liebevollen Chat. Ja, finde ich auch nett. Du hast nur einen ausgerüstet, du kannst zwei ausrüsten. Eventuell musst du auf C drücken. Und dann kannst du eigentlich noch eine zweite Waffe ausrüsten. Also dann in dem Fall eine dritte. Also den einen kannst du so und den anderen musst du manuell. Nee, macht er gerade irgendwie nicht, nee. Kann primär und, primär. Ne, beziehungsweise er zeigt mir an, die primäre Waffe ist grau unterlegt. Und ein Speer habe ich ausgerüstet und halt den Bogen. Also eine Fernkampfwaffe. Okay, also ich kann dir nicht großartig weiterhelfen. Ich kann drei Waffen in dem Sinne tragen. Deswegen. Kannst du nochmal versuchen, das da reinzuziehen? Nee, macht er nicht. Nee, aber ist ja in Ordnung. Passt ja. Ich kann ja. Also. Du kannst was? Ja, unglaublich, ne? Ja, ne? In den Verhältnissen wundert mich das allerdings auch. Ich flüstere dich mal im Game an, lass mich in die Gruppe ein. Okay, mach ich gleich. Huch. Das ist unser Rocky. Hey, Level 62. Wow. Okay. Das ist ordentlich. Ja. Würde ich auch mal sagen. Ich glaube, ich habe unseren Hobbit gefunden. Dann können wir ihn ja umbringen. Hm? Nicht? Ah, nee, das ist ein anderer. Hm? Ja, das ist ein R. Hallo. Das ist nicht Ringelblume. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ich bin jetzt die Ursache. Ja, aber der. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ich hätte dann zwei weitere Quests. Alter, guck mal. Bitte wartet eine Minute. Dremige Eisenschmied aus Mordor. Ey, nach Mordor wollen wir auch. Hallo. Haut der einfach ab. Nimm alle Quests an, die der hat. Muss ich? Du hast keine Wahl. Allerdings, was macht der hier im Wald alleine? Ich verstehe das gerade gar nicht, ey. Der kann nichts. Ja, dürfte ich kurz mit euch. Ja, wir können weiter. Ja, warte, ich gieße mir doch gerade was zu trinken ein. Dort, wo das Schild ist, musst du deine zweite Waffe reinziehen. Ah, okay. Gut, das wusste ich. Ja, ich konnte das jetzt so auch nicht sagen, weil ich nicht wusste, was du gemacht hast. Außer, dass du es da reingezogen hast. Okay, aber macht aber irgendwie nicht. Weder beim Sekundärschild noch beim primären Schild. Also, maybe? Oder das nicht? Der Schild sagt nein. Ja, ist wirklich so. Ich glaub dir das. Ein Video schicken. Alles gut, brauchst du nicht. Ich glaub dir das auch so. Den Speer halt ausgerüstet und einmal und eben den Bogen. Aber sonst, ne? Kann das da reinziehen? Da passiert gar nichts. Vielleicht geht's auch irgendwie erst ab einem anderen Level oder so. Ja, es ist halt so ein bisschen schwierig. Dadurch, dass
Kai ja nicht streamt, oder ja, allgemein nicht streamt, kann er das leider. Können wir da leider kein Koop machen. Ich kann mich nicht über deinen einloggen. Deswegen will ich auch gar nicht. Dann würde ich es nur ausnutzen, um deiner Buch der Taten zu machen. Willst du mich benutzen? Nee, nee. Dann nur dein Account. Hier hinten ist Bingo! Wir haben Bingo gefunden, dein Vater! Sieh mal, wo du bist. Ach, scheiße, wir haben ja jetzt zwei grüne Pfeile. Geh Richtung Fluss. Also einmal zu dem Hobbit zurück. Ah. Ja, okay, okay. Also bist du der untere Pfeil? Ja, ich bin der untere. Ja. Bei mir bist du der linke Pfeil. Gerade. Dann kann ich einmal hier Bingo lesen. Dieser unheimliche Wald macht mich nervös. Wir haben Ring der Blume gefunden. Ich bin jetzt erst kürzlich Abenteurer geworden und muss schon sagen, dass es mir schwerfällt, meine alten Gewohnheiten und Bräuche abzulegen. Ich fühle mich nicht wohl in diesem unheimlichen Wald. Und Ring der Blume ist trotz ihrer Jugend regelmäßig hierher gegangen und hat sich seinen Gefahren gestellt. Mit den Pilzen und Süßigkeiten muss sie ihre Geschwister ruhig gestellt haben. Puska hat ihren Ausflug niemals erlaubt. Vetter Bingo ist auch ein Abenteurer? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich mich das macht. Wisst ihr, dass ich immer meine Zweifel daran hatte, eine echte Boffin zu sein? All meine Brüder und Schwestern sind so langweilig und froh, wenn sie zu Hause sind. Möglichst weit weg von jeder Art von Aufregung. Smeraida geht vielleicht im Krötensumpf tanzen, aber als sie einmal vorschlug, in den Mückenwassermoore hinter Bre zu gehen und dort zu tanzen, hat sie sich geweigert. Sie hat gedroht, es unserer Mutter zu erzählen, deswegen habe ich sie nicht gedrängt. Aber ist das nicht langweilig? Ringerblume fuchtelt mit Schwert und Schild herum. Ich habe dieses Schwert aus einem Ast gemacht und diesen Schild aus einem Wolfsbau geborgen, als die Wölfe nicht zu Hause waren. Ich hätte nicht gedacht, dass ein anderer Boffin so etwas tun würde. Aber wie sich jetzt herausstellt, ist Vetter Bingo auch ein Abenteurer. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich mich das macht. Wie dem auch sei, ihr kommt gerade richtig. Ich habe ein seltsames Wesen im Wald getroffen und es hat mich zu sich nach Hause eingeladen. Ihr könnt auch mitkommen, wenn ihr mögt. Ich weiß nicht, wie es hieß, aber es hatte gelbe Stiefel an und meinte, sein Haus befände sich gleich nördlich von hier. Na, wer das denn sein kann? Keine Ahnung. Du hast die Bücher echt nicht gelesen. Du hast keinen Schimmer. Ach, wahrscheinlich hier Bombardier, ne? Mhm. Rollo Maggot. Pärchen Rollo. Oh, er hat da jemanden erschlagen. Tö. So, und hier sollen irgendwo Spinnen sein. Ich hab noch keinen. Doch da. Einmal rausrollen. So weit wie es geht. Hallo, meine lieben Spinnchen. Wo denn? Da denn? Ach so. Wölf von den Viechern brauchen wir. Jo. Sieht ganz so aus. Ich bin ja kein Freund von Spinnen. Ach wirklich? Ah ja, herrlich. Geil. Na, hast du dir was gebrochen? Oh yeah, und es war gut. Toll. Hat er nicht lange angehalten. Bisschen enttäuschend. Also ein Bogen hat schon was. Ja. Oh, ich liebe es, mit Bogen zu spielen. Deswegen bin ich halt auch so gern. Ne? Meine Bogendame. Eigentlich in sämtlichen Spielen bin ich gern Jäger, Weitläufer, whatever. Whatever. And never. It's ghetto. Da 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 da. Ja. Da 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 da.
Jetzt. Was wolltest du gerade machen? Warst du high oder was? Echt? Kannst du die Filme gucken oder hast du da auch Schiss vor dem Plastik-Hai? Ich glaube, die Filme könnte ich gucken. Was sag ich, wie das Ding hieß? Also diese Attrappe, die sie da benutzt haben? Gummihai? Bruce. Bruce. Und ja, ist wirklich so, Bruce. Wie aus kannst du nachlesen? Findet Nemo? Kein Scheiß. Vielleicht ist es daher, ja. Also vielleicht haben sie das da bei Nemo genommen. Ja, ich glaube, der große, fette Bosshai in Findet Nemo hieß, meine ich, auch Bruce. Also kann das vielleicht sein, dass es davon genommen hat. Auf jeden Fall hieß so damals dieser Hai von der Weiße Hai. Zumindest der erste aus dem ersten Film. Also diese Puppe, Attrappe, wie das man nennen mag. Figur, keine Ahnung. Hier ist etwas, was wir für das Buch der Taten brauchen. Wir müssen nämlich Blumen suchen hier drin im Wald. Ich habe tatsächlich alle gefunden, bis auf eine damals. Ich weiß bis heute nicht, wo die andere Blume abgeblieben ist. Die letzte. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Spinne. Ich brauche noch viele, ganz, ganz viele Spinnen. Ich brauche noch eine. Ich brauche eine und ich brauche noch 12, glaube ich. Oh, ich habe alles. 12 von 24 steht hier bei mir noch. Ja, okay, du machst ja Tatenbuch da. Das hat nichts mit dem Taten. Dein Tagebuch. Ja, doch, keine Beziehung. Nein, normalerweise müssen es eigentlich 12 gewesen sein. Ja, die 12 habe ich auch vollständig. Aber ich habe jetzt hier noch 12 von 24. Bezwinger sind 30. Das ist eine normale Quest. Quest, weil ich bin. Okay. 12 von 24. Du musst auf jeden Fall noch eine Königin auch besiegen. Ja, die Königin brauche ich auch noch. Ich guck gerade mal. Das ist Ringelblume. Waldspinnen. Ja, das muss die Königin sein. Gut, dann gehen wir mal zur Königin. Dann haben wir die zumindest hinter uns. Aha, hast du Schiss? Ja. Ich habe mich damals tatsächlich erschreckt. Okay. Also es passiert nichts, aber für jemanden, der halt Angst vor Spinnen hat, ist es halt scheiße. Ja. Oh, mein Zahnfleisch hat sich wieder so blöd entzündet. Also, das ist nicht gut. Ja, wow. Also, nichts Schlimmes, aber es ist so leicht geschwollen. Und das geht, oder hängt halt direkt über, ich bin gleich kurz. Ja, ich gleich auch. Hallo, was ist denn das hier los? Was ist denn das denn hier? Weiß ich nicht, das sind irgendwelche blöden Megabäume. Ja, ich sehe es. Du hast mehr Leben als ich. Mein Leben ging rapide bergab. Ich war vergiftet. Was? Wer greift uns denn an? Ich sehe keinen. Das müssten die Wurzeln sein, oder? Ja, das waren die Wurzeln. Goddammit. So. Schissen am Wald. Jo, gute Idee. Ich friss auch erstmal was. Ja, ne? Ja. So. Dann kann ich hier einmal nochmal so ein Geschenk öffnen. Denkst du übrigens auch immer daran, deine Geschenke zu öffnen? Ja, selbstverständlich. Lintara, hallo, schön, dass du da bist. Und ja, das Spiel gibt's tatsächlich noch.
nach Jahren haben wir es mal wieder ausgepackt, beziehungsweise mein Kompagnon hier habe ich dazu gezwungen, genötigt. Und ja, ich habe es aus der Versenkung wieder herausgeholt. Oh, Beschleunigung der Bezwingertaten. Aber ich glaube, das machen wir nur, mache ich nur, wenn wir explizit Bezwingertaten machen. Das vor 13 Jahren mal gespielt. Ui, Alter. Ja, das ist lange her. Ah, hier sind noch mehr solcher komischen Bäume. Ja, da sollten wir lieber nicht lang gehen. Wir gehen einmal da unten lang. Also ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Ich glaube, vor sechs oder sieben Jahren habe ich angefangen mit Herr der Ringe Online. Bin aber nicht weit gekommen. Habe bis Level 38, 39 gespielt und ja, allein wurde es mir dann irgendwann zu langweilig. Und ja, dann hatte ich halt nur noch irgendwelche Gruppenaufgaben. Dann habe ich mir eine Gruppe gefunden und ja, dann deinstalliert und nie wieder angerührt. Bis vor 2 Jahren, da habe ich dann meinen Freund zugenötigt und jetzt hier Kaya. Und jetzt hat er keine Wahl mehr. Ja, und mit komischen Familienverhältnissen. Ja, stimmt. Wir haben vorhin erstmal die Familienverhältnisse in diesem Spiel geklärt. Weil Kaya hier als mein Sohn aufgenommen wurde. Wir haben uns da so einen kleinen Gag draus gemacht. Ich nehme das schon ziemlich ernst. Weißt du, in real bin ich jünger als du und bin deine Mama. Und du nimmst das ziemlich ernst, hä? Ja, natürlich. Direkt mal installieren und reinschauen. Ja, mach das auf jeden Fall. Mein alter Account ist bestimmt schon weg. Wisst ihr nicht mal die Daten? Ja, ging mir ähnlich. Ich musste tatsächlich auch komplett alles neu machen. Was mich geärgert hat, ich hatte auf dem alten nämlich einige gekaufte Gegenstände. Und ja, das war dann doch so leicht blöd. Aber passiert. Das war Gott sei Dank nie ein MMO, wo ich besonders viel Geld reingesteckt habe. Da gab es ganz andere. Hier ist der Online. Ich wollte es gerade sagen. Bogi, gute Wahl, habe immer Waffenmeister gespielt. Also, ja, ich bin, oh Gott, ja, ich bin hier diese Jägerin und Kaya ist Waffenmeister. Ich komme halt mit dem Jäger relativ gut klar, allein Bogen, Lieblingswaffe in MMOs. Egal wo, ich nehme eigentlich immer Bögen. Damit komme ich so gut klar. Ich bin vom Titel her Waffenmeister. Letztendlich habe ich eigentlich keine Ahnung von gar nichts. Also. Ja gut. Du wurdest ja von einem aus dem Chat hier heute ein bisschen in deine Rolle eingeführt. Ja, schon, aber. Ich habe mich trotzdem schon tot und blasen, keine Ahnung, was das Spiel hier anbelangt. Also ich folge dir halt einfach nur. Ja. Oh, da krabbelt ja was. Mhm. Ja, installieren ist klingt nach einer guten Wahl. Auf welchem Server hast du denn immer gespielt? Falls du das noch weißt, natürlich. So, ich glaube, hier müsste irgendwo... Ich weiß nicht, ob hier irgendwie die Königin ist, oder? Ja, wäre nicht schlecht, weil wir brauchen sie ja noch. Ja. Also eigentlich hätte mich der Ring hier hingeführt, aber... Was ist sie nun wirklich? Es kommt mir bekannt vor, ich war damals hier schon mal. Vielleicht ist der Ring ja defekt. Vielleicht ist der Ring... Dann müssen wir ihn ins Feuer werfen. Ach nee, wir haben auf ja keinen Ring. Fall. So an ja, sich. Was war dich halt ins Feuer? Für mich. Ja, oder nee, von mir sonst nämlich die Hobbits. Mir ist es egal. Nein, wir lassen die Hobbits in Ruhe. Wir tun denen nichts. Ja, ich mag weiß. Immer noch Hobbits. Ich würde persönlich kein Hobbit spielen. Aber ich mag Hobbits. Allein, weil sie viel trinken. Gut. Ja, okay, bei Zwergen. Zwerge trinken auch viel, aber ich mag keine Zwerge. Kein Plan mehr. Also, wir spielen tatsächlich auf Belega. Mein Privatischer hatte ich früher auf
2 hier, glaube ich. Oder habe ich auch immer noch. Aber wir spielen halt auf billiger. Und ja. Das Witzige ist, einige Leute, die ich halt privat kenne, da wusste ich halt nicht, dass sie das spielen und meinten so, ja, ich spiele aber hoffentlich auf dem und dem Server. Ich so, ja. War aber auch eigentlich reiner Zufall. Weil ich halt wirklich privat und Stream so ein bisschen auseinanderhalten wollte. Jo. Nicht. Jo. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass hier irgendwelche Spinnen von der Decke, aus den Bäumen fallen. Naja, von der Decke. Schon richtig. Ne? Ja. Ja, wollen wir jetzt mal irgendwann so langsam die Königin oder? Ja, das Gebiet ist halt relativ groß. Ja, schon, aber. Also wir sind jetzt offiziell in diesem Gebiet drin. Ich weiß nicht, ob wir direkt zum See müssen. Was so durchaus möglich sein könnte. Das kann ich dir auch nicht sagen. Aber die müsste hier irgendwo. Wahrscheinlich laufen wir komplett einmal in sie rein. Wahrscheinlich sagst du uns gleich einfach mal so Hallo. Guten Tag. Dahin. Ja, ich bin die Cordula, ne? Ich bin nicht hier so rum. So immer eigentlich immer Cordula. Weil das war gerade der erstbeste Name, der mir eingefallen ist. Ach so. Weil ich an Cordula Kuhn gedacht habe. Jo. Wir tanzen gesehen. Wir sind schon wieder aus dem Gebiet raus. Das ist nicht gut. Nee. Sie muss hier hinten irgendwo rumlungern. Oh. Weißt du, so eine präzise Angabe, yo, Cordula ist da und da. Aber nein, Cordula ist nicht da und da. Und nein, ich möchte nicht in die Nahe ansehen können, ich bin. Weißt du denn da hinten schon wieder? Ja, mir ist langweilig. Ah, okay. Das lasse ich gelten. Deswegen dachte ich, ich schreibe mal so ein bisschen Schivett-Geschichte. Nicht gut? Nö. Alles gut. Nö. Okay. Also eigentlich müsste ich hier echt irgendwo rumlungern. Wir sind schon recht nah. Ja. Wir gehen jetzt einfach mal in diese Richtung. Zum Teich. Ja, ich folg dir einfach. Ja. Der Weberbau. Oh Gott, das klingt böse. Ach was, das ist alles ganz harmlos. Sag's dir eher und wir sterben. Das ist alles ein Missverständnis. Ein Missverständnis? Ein großes böses Missverständnis? Eventuell. Eventuell. Eventuell, ja. Ich höre was. Oh, ja, oh Gott, es kribbelt schon wieder. Oh Gott, ich und meine Spinnenphobie. Oh. Sobald irgendwas von oben runterkrabbelt, ist bei mir Sinse. Mir graut schon vor den nächsten. Oder allgemein vor Horrorspielen, wo Spinnen drin vorkommen. Das wäre mit Horror. Ja, das kriegen wir schon hin. So. Geil. Jetzt hast du dich aber erschrocken, ne? Meine Pumpe, ey. Scheiße. Jo, nimm mal deine Herztabletten, Kerl. Alter. Weißt du, und ich sag es noch, ne? Ich sag noch, ich hab ein blödes Gefühl bei der Sache. Ich mich erschreckt, ey. Ja, das kann passieren.
So, wo ist Cordula? Wenn wir Cordula haben, werde ich auch so langsam mit dem Bett stark sein. Dann würde ich Cordula haben. Ja, aber lass uns bitte erstmal an einen sicheren Ort, vielleicht zum Bombardier oder so ja, gehen. Ja, natürlich. Und bitte nicht hier bei den Spinnen aufhören. Da hinten ist übrigens Cordula. Nein. Ja, das natürlich nicht. Ich wollte es hier nicht. Weil ich glaube, wir jetzt hier bei den Spinnen aufhören würden, ich müsste das nächste Mal betrunken sein. Ach, da hinten. Da hinten ist Cordula. Ja, hier ist noch so ein kleiner Pisser. Ja, komm. Oh Gott. Oh, wie die sich schon bewegt. Oh, nee. Nun wart doch auf mich, Mann. Ah, ich dribbel. Cordula ist tot. Cordula Web. Cordula Web. Ja, Web. Netz, Web. Ja, ich also, weiß. Ne? Ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen. So, Dann lass mal nach Tom Bombadil. Ja, ich gucke hier gerade schon, welche Quest das ist. Suche Unruhe im Wald, sprich mit Strafgürtel. Sprich mit. Finde das Haus, Ringelblume. Art Lochmann. Oh Gott, das ist einmal komplett durch den ganzen Wald durch. Das schaffen wir. Art Lochmann. Huch. Ja. Nicht durch die Bäume. Dank. Ich folge dir nur. Bin ich froh, wenn wir endlich bei Bombardier sind. Gut, den Spinnenbezwinger habe ich schon mal. Ihr habt doch noch dieses Bezwinger-Dings da gemacht. Damit ich schneller mit den Spinnen hier durch bin. Jo. Doch kein Ding. Zack, bumm, da sind wir wieder. Schön. Ja, findest du? Ah, nee. Ja, ich weiß ja nicht. Du hast schön gesagt. Komm her, wenn ich sage, ich liebe Spinnen, glaubst du mir das? Nein. Gut. Wahrscheinlich nicht. Also sehr wahrscheinlich nicht. Also sehr, sehr wahrscheinlich. Kommen wir da hoch? Nee, kommen wir leider nicht. Okay. Du hast verfolgt uns hier. Ja, ich weiß. Ich bin gerade dabei, den richtigen Weg zu finden. Damit wir schnellstmöglich zum Bombardier kommen. Hier ist der Weg. Hallo, ich treffe das Ding nicht mal. Ich bin genau vor ihm. Wie kann man denn dann daneben schießen? Das ist ein Film. Aber ey. Wieder was, wo ich mich aufregen kann. Masaki, das ist nicht fair. Gut, dass du das nicht eben bei den Spinnen gemacht hast. Wo die da runterkamen. Ich glaube, ich hätte einfach mal alles weggeschmissen. Alter. Nee, mach keinen Scheiß. Nee, nicht. Lintara, vielen lieben Dank für dein Follow. Herzlich willkommen hier bei den Sapfoten. Miau. Alter, das vertreibt die Leute, ne? Miau. Ich bin der alter Stubentiger. Miau. Nein, und Scheiß, wir hatten damals einen Siam-Kater. Der war, der wurde 21, also Scholz ist alter, ne? Für eine Katze. 21 ist echt heftig. Und wenn der miaut hat, das klingt wirklich so, miau, miau. Weil er halt schon was älter war, ne? War halt ein Opa. Ja, gut. Na gut, halt die Katze von der Mutter meines Freundes, die hat auch eher gekrächzt als gemiaut. Und die wurde, ich glaube, 20. Ja. Eins von der richtige Mumie für eine Katze. Oh ja. Jo, das ist ein... Wobei, ganz ehrlich, ich hoffe, dass meine Katzen auch alt werden. Wobei, mein einer Kater ist ja jetzt gerade leicht kränklich. Von daher hoffe ich da das Beste. Der wurde ja morgen zum Tierarzt. Also bisher hat er sich tatsächlich nicht mehr übergeben. Ich werde oben dann gleich mal gucken. Ich weiß halt nicht, ob er zwischendurch was gegessen hat jetzt. Also mein Freund meinte, ja, er hätte gegessen.
Wo kommen wir denn hier wieder hoch? Ich glaube da. Hoffe ich. Aber bisher hätte er sich halt nicht übergeben. Ich werde, wie gesagt, gleich mal gucken, wenn wir bei Bombardier sind. Ob es ihm so weit geht. Jo. Mein Ältester war 19. 19 ist aber auch schon. Also tatsächlich, mein ältester Kater ist nur 15 geworden. Er ist mit 15. Was hast leider du? Gestorben. Ja, ich hätte, also eigentlich, er hätte noch länger leben können. Meine Eltern haben nur die Impfung für seinen Tod falsch gedeutet. Weil ich habe halt, also es war halt so, dass er halt einen kaputten Zahn hatte, mussten zum Tierarzt, dann musste halt entfernt werden. So. Oh, wir sind an einem ganz anderen Ort angekommen. Aber von hier aus weiß ich, glaube ich, den Weg zu Bombardier. Ich wollte gerade sagen, wo sind wir hier? Das ist ein bisschen... ja, unheimlich. Warte mal. Doch. Ihr müsst den Weg, glaube ich, kennen. Mami, warte. Wir müssen uns links halten. aber wie gesagt, waren halt beim Tierarzt und dann kamen wir halt wieder. Ich habe halt nur gesehen, dass mein Kater oder halt unser Kater so komisch geatmet hat. Da meinte ich nur so, da stimmt was nicht. Der atmet ganz, ganz komisch. Und mein Vater ist dann halt lieber ein Trinken gegangen, als sich halt um seinen Kater dazu kümmern, weil eigentlich war es halt seiner. Und ja, dann hat meine Mutter das aber auch irgendwann gesehen und dann meinte sie so, wir müssen da nochmal zum Tierarzt hin. Das funktioniert so nicht. So. Ja. Und die dann nur so, nee, ist alles gut, das passt schon. Da meinte, nein, das passt hinten und vorne nicht. So. Und im Endeffekt hatte er dann halt Wasser in der Lunge. Und wir wollten ihm dann halt eine Spritze geben, damit das halt weggeht. Der Kater hatte aber so viel Angst, dass er dann an einer Panikattacke gestorben ist. Das heißt, eigentlich haben meine Eltern den Kater selber umgebracht. Obwohl wir ihm helfen wollten. Und für mich, ich war halt noch Teenager, für mich war das so schlimm. Weil ich sollte halt mit dieses Tier, also das Tier festhalten. Und ich habe nur gesagt, das krieg ich nicht hin. Alter, ich war 11, 12 Jahre alt, das kriege ich nicht hin. So. Und dann so, ja, musst du jetzt aber machen. Einer muss ja die Spritze geben und das Tier dann währenddessen festhalten. Ich habe das Tier losgelassen, also ich habe ihn echt losgelassen, bin ins Zimmer gerannt und ich habe nur noch den Todesschrei gehört und ich dachte, Alter, nee. Okay, nee. Das ist übel. Nee. Und ich habe da bis heute echt Albträume vor, weil jedes Mal, wenn halt ich mit Salem zum Tierarzt musste, hat halt auch panische Angst davor, habe ich halt Angst, dass das wieder passiert und dass ich dann halt wieder nicht rechtzeitig handle. Und jedes Mal, wenn wir dann halt mit dem Tier nur zur Kontrolle fahren, mein Freund ist so genervt von mir, weil ich jedes Mal dann total angespannt sitze und denke, dieser Kater stuft mir weg, obwohl nichts ist. So, das ist so tief ja, drin. Gut, also das bringt halt, ne? Ich könnte meinen Eltern da heute noch links und rechts einen zu ballern. So, ich meine, ja, wir wollten dem Tier helfen, aber ganz ehrlich, wir hätten uns das alles sparen können, wenn wir eher zu diesem scheiß Tierarzt hingefahren wären. Ja, klar. So, und ich meine, es war ja nun mal deutlich zu sehen, dass der Kater nicht richtig atmet. Er atmet halt nun mal nicht richtig. So, da gab es halt keinen, ja, warten wir mal ab, sondern, nee. So, und was haben meine Eltern gemacht? Haben 3 Tage gewartet, 3 Tage war es zu spät. So. Ja. Nee, danke für nichts. Das ist nicht schön. Nee, es war alles andere als schön. Und der letzte Kater, der gestorben ist, das war ja eine Vergiftung. Mhm. Da sind wir ja gerade hierher gezogen und wir hatten halt eine Feier und hatten den Keller soweit aufgeräumt und so und dachten halt, okay, ist ja alles sicher. Was wir halt nicht gesehen haben, ist, dass in der hintersten Ecke Steinreiniger ausgelaufen ist. Ist Jahre her gewesen. Also das war ja vorher das Haus seiner Großeltern. Jahre her gewesen. Wir haben halt einfach nicht richtig aufgepasst. Hat nicht richtig durchsucht, gar nichts. Aber wir wussten auch nicht, dass das steht. Wer was hat das im Keller zu suchen? So. Ja, das stimmt.
Und ja, das haben die halt aufgeleckt. Der eine hat überlebt, der andere halt leider nicht. Ja, okay, gut, da steckt man halt dann nicht drin, ne? Ja. Gute Nacht, Masaki, und schön, dass du da warst. Gute Nacht, schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Und einen guten Start in die neue Woche wünsche ich. Ja, aber wie gesagt, das war mit meinem allerersten Kater, das war einfach so, das war so grauenvoll. Ich glaube, das werde ich auch nie vergessen. Ich habe immer noch dieses Bild vor Augen. So, und dann dieser Moment, wo mein Vater dann plötzlich so tut, dass dieser Kater doch noch wichtig gewesen ist, ne? Wo ich mir dann nur gedacht habe, Alter, wenn die jetzt noch so heucheln. Gut, ich bin auf meinen Vater sowieso nicht gut zu sprechen gewesen, aber ey, das war echt zu viel. Weißt du, sein Kater gewesen und nicht für seinen Kater da gewesen. Ah. Lieber saufen gegangen und lieber Party gemacht, als sich um sein krankes Tier zu kümmern. Würde mir bei Salem nie im Traum einfallen. Gottes Willen, mir bei Sina auch nicht. Ich habe immer gesagt, man geht den Weg von Anfang bis zum Ende. Ja. Klar, das Ende ist natürlich das Älteste dann, was es gibt irgendwann. Ich meine, mein Gott, sie wird jetzt dieses Jahr 10. Ich hoffe auch, dass sie wirklich noch lange macht, weil sie ist ja so fit und alles. War klar, wenn es irgendwann mal so weit sein sollte, ich würde sie nie alleine lassen, Gottes Willen, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Das könnte ich auch gar nicht. Klar, wenn ich heulen würde, klar, ey Gott, wahrscheinlich wäre ich erst mit den nächsten 14 Tage irgendwie nur zusaufen. Aber ich weiß zumindest, ich hätte sie nicht allein gelassen in dem Moment. Das ist aber Salem gerade auch so. Vor allem, mir tut es halt so leid, ich würde ihn ja auch so gerne in mein Zimmer lassen. Ich habe dann heute halt einfach Schlafzimmertür aufgelassen, alles mit Handtüchern und so weiter abgedeckt. Nur jetzt halt für nachts bin ich halt auch nicht mehr komplett aufnahmefähig und ich möchte mich halt ungern in ein Kotzhäufchen legen oder in ein Zimmer kommen, was voller Magen oder nach Magensäure stinkt. Und naja, damit ich es halt besser beobachten kann, wenn ich dann gleich hochkomme, ob es halt wieder so gewesen ist. Deswegen werde ich gleich erstmal schön mit Taschenlampe durchs Haus eiern. Und ja, gut, wenn es gut gelaufen ist, dann kann ich ihn die Nacht reinlassen. Wenn es halt blöd gelaufen ist, dann, ja gut, muss er leider wieder in der Nacht draußen bleiben. Aber morgen ist dann halt wirklich, zumindest rufe ich halt erstmal beim Tierarzt an, gucke, was er sagt. Erzähle erstmal so die Geschichte. Wenn sie sagt, okay, erstmal nochmal mit, man kann ja auch Schonkost noch mit Reis und Karotten und so weiter machen. Dann halt so eine Brühe. Also so ein Brei machen, das geht ja auch. Dann das halt erstmal probieren, ansonsten halt wirklich zum Tierarzt fahren. Na. Der ist ja hier direkt die Straße runter. Bei einem langen Weg mit Zelle möchte ich halt auch nicht fahren. Deswegen halt lieber direkt hier zur Tierärztin. Weil ansonsten müssten wir fast 40 Kilometer fahren, um zu seinem Tier zu kommen. Ach nee. Ja. Und nein. Nicht bei den jetzigen Umständen. Eben. Ja, das. Dann lieber direkt hier im Dorf. Ja, ist richtig. Ich glaube, wir haben hier auch 203 Tierärzte. Weiß noch nicht, ob die alle auch für Kleintiere sind, aber. Ja. Ich schätze, also bei ihr war ich schon mal vor 2 Jahren. Aber ja, trotzdem. Guck mal, da ist dein Vater. Wie kommt der jetzt hier hin? Er ist durch den Wald gelaufen, so wie wir. Ja, wahrscheinlich. Der kriegt ja überhaupt nichts alleine, dieser Wichser. Dieser kleine Penner. Dieser kleine... Hallo, Papi. Hallo, Papi. Guck mal, da ist ein Bombardier. Du musst ins Haus... Ah. Jau. Da ist ein Bombardier. Da ist er. Ja gut, dann logge ich mich jetzt aber auch mal so langsam aus. Ja. Ja, wie gesagt, du bleibst ja gleich erstmal noch mal kurz im Discord, denke ich. Einmal kurz. Ja, klar. Ja, sicher. Also ich denke mal auf jeden Fall Sonntag wieder. Und falls du dann in der Woche weiter haben sollst.